Der VfL Bochum und Borussia Dortmund haben sich am Freitag über ein gegenseitiges Leihgeschäft bis Saisonende verständigt. Angreifer Yanné Serra vom BVB 2 wechselt bis Juni 2018 zum Zweitligisten, Vangelis Pavlidis nimmt den umgekehrten Weg. Auch Ex-Kapitän Felix Bastians hat den Verein verlassen. Der gebürtige Hannoveraner Serra spielt seit dem Jahr 2014 für den BVB und durfte im Juniorenbereich bereits 3 Meisterschaften feiern. Zweimal setzte er sich mit den A-Junioren durch, zuvor einmal mit den B-Junioren der Schwarz-Gelben. Im Jahr 2016 musste der Angreifer allerdings einen schweren Rückschlag hinnehmen. Eine Kreuzbandverletzung setzte ihn lange außer Gefecht. Erst im letzten Sommer fand er wieder den Anschluss und kam im bisherigen Saisonverlauf für die Zweitvertretung der Dortmunder in der Regionalliga West zu 13 Einsätzen, 3 Tore. Klammer zu: Yanné Serra ist aufgrund seiner Größe und Athletik eine Bereicherung für unseren Angriff, sagte VfL-Chefcoach Jens Rasilewski über den 1,93 Meter großen und 87 Kilogramm schweren Neuzugang. Er verfügt über Tempo und Technik und ist in der laufenden Regionalliga-Saison regelmäßig zum Einsatz gekommen. Seit der U17 ist Serra zudem auch regelmäßiger Stammgast bei den DFB-Auswahlteams. Seit dieser Saison läuft er für die U21 auf, wartet nach 4 Spielen aber noch auf sein erstes Tor. Der VfL ist ein traditionsreicher Verein, dort mit ein Grund, weshalb ich mich sehr auf diese Herausforderung freue. Es ist eine tolle Möglichkeit, mich sowohl spielerisch als auch menschlich weiterzuentwickeln, wird der 19-Jährige auf der Club-Website zitiert. Demgegenüber steht der Weggang von Vangelis Pavlidis. Der 19-Jährige wird von Bochum bis Saisonende an den BVB ausgeliehen. Der Grieche schaffte beim VfL zwar den Durchbruch im Herrenbereich und kann bereits auf 4 Einsätze im deutschen Unterhaus zurückblicken, in dieser Saison kam er aber bisher kein einziges Mal zum Zuge. Beim BVB ist er für das Regionalliga-Team eingeplant. Verlassen hat den VfL Bochum auch Felix Bastians. Der Ex-Kapitän hat sich mit den Vereinsverantwortlichen auf eine Vertragsauflösung geeinigt und wechselt zum chinesischen Club Tianjin Teda. Vorausgegangen war ein wochenlanger Zwist zwischen Bastians und Christian Hochstetter. Das Verhältnis zwischen dem Spieler und dem Sportvorstand gilt als unwiderruflich zerrüttet. Angeblich soll Tianjin, das vom deutschen Trainer Uli Stielike betreut wird, eine Ablösesumme von 1 Million Euro zahlen. Bastians absolvierte für den VfL in den letzten 3 Jahren 112 Pflichtspiele und erzielte dabei 9 Tore.